Ja, ein herzliches Willkommen zur neuen Folge Bull und Bär. Genau vor einem Monat standen wir hier zu Beginn des Oktobers und da sah das ganz schön bullisch aus im DAX, neue Allzeit-Rekordshochs. Ja, gerade im Oktober ist dann aber doch einiges passiert und jetzt sieht das Ganze nicht mehr so bullisch aus. Ja, gerade Halloween zwar vorbei, aber an der Börse nicht. Und wenn wir mal schauen, was da jetzt im Oktober über passiert ist und wie gerade ja, der Eintritt in den November jetzt aussehen könnte. Auch gerade hier beim DAX können wir auch mal auf der charttechnischen Perspektive mal reinschauen. Und im Grunde gibt es hier vier konkrete Aussagen, also vier Punkte, die man hier gerade ja, abhaken kann. Das ist auf der einen Seite, wie man erkennen kann, eben dieses direkte Abprallen vom ja, damaligen Rekordhoch, also da, wo eben der graue Bereich endet, macht der DAX an sich immer ganz gerne, da relativ schnell abzuprallen. Aber, und das ist das Interessante, der zweite Bereich, das ist diese orangene Zone, das war eben so ein Stabilitätsbereich, also eine relativ wichtige Unterstützungszone, wichtig auch, weil wir die relativ lange haben. Die geht nicht nur in den Anfang September zurück, sondern teilweise sogar auch im Frühjahr. Und eben da haben wir gesehen, hat gehalten, hat umgedreht, ist also nicht ganz so drastisch geworden. Wir sind nochmal einen neuen Versuch geraten, hier entsprechend ein neues Rekordhoch auszubauen. Das ist quasi hier bei den knapp 19.660. Da haben wir uns auch knapp 2 Handelswochen aufgehalten, aber wie man erkennen konnte, wurde es da allmählich bärischer. Da kam dieser bärische Charakter, was von seitwärts nach unten gemündet ist und wo man auch erkennen kann, gerade so ein 20er-Durchschnitt wurde gebrochen. Wir sehen ganz gut bei den Indikatoren unten, dass wir da auch runtergebrochen sind, also dass wir hier quasi eben einen Widerspruch gesehen haben, eine Art Vorindikation, dass da irgendwo die Kraft aus ist und das haben wir dann letztendlich auch gesehen. Wir sind ein bisschen nach unten gedippt, ist die Frage. Geht das jetzt noch weiter nach unten oder gehen wir wieder nach oben? Schauen wir mal an, was vielleicht die Zukunft sagen könnte, in Anführungsstrichen, der Prognosen. Sind es jetzt in dem Fall nicht, aber einfach mal so eine Bewertung. Was sagen denn eben hier gewisse Indikatoren? Und hier sieht man es nochmal ganz gut. Auf der einen Seite sind wir relativ drastisch jetzt die letzten Tage runtergekommen. Muss man mal schauen. Wir sind so ziemlich genau in der Entscheidungszone. Auf der einen Seite kann man sagen, auch unter charttechnischer Natur, der technischen Analyse, ja, ist das jetzt hier so eine fallende Flagge mit einer Wimpelbildung, wo wir so ziemlich genau an der Spitze gerade sind, würde bedeuten, Fortsetzung unter die 18.900 in etwa, oder ist es hier so eine Art Harami-Formation, also zwei kleinere Kerzen im Bereich der vorherigen großen, würde bedeuten, Umkehrformation, das Ganze wird sich wieder beruhigen und eben über die 19.400 kommen. Und das sind nämlich die zwei Entscheidungspunkte. Also gerade hier haben wir natürlich keine Glaskugel und deswegen hilft natürlich die charttechnische Analyse, gewisse Bereiche, die interessant wären, dann nochmal hervorzuheben. Und das ist, um es nochmal auf einen konkreten Punkt zu bringen, der bärische Bereich eben hier unter die knapp 19.800, Fortsetzung der Flagge oder eben die Harami-Formation. Das heißt, wieder zurück über eben diese 19.400, das wäre wieder eine bullische Erholung, um es nochmal hier zu wiederholen, gerade auch den 20er-EMA-Schnitt wieder rauszunehmen. Ja, und klar, über das 19.660er-Niveau hoch, das ist natürlich definitiv bullisch, aber wir müssen mal schauen, was davon überhaupt passiert. Deswegen könnten jetzt die nächsten Tage im November interessant sein. So, jetzt spulen wir mal ein bisschen zurück und schauen uns mal den letzten Monat an. Da war ein bullischer und ein bärischer Kandidat und da sagen wir auch noch kurz und knapp, was ist da jetzt eigentlich draus passiert oder nicht. Der bullische Kandidat war hier die American Express und auch da kurz und knapp, was ist passiert? Kam es zum Ausbruch nach oben? Ja, kam es, nicht direkt nach 2, 3 Tagen. Wurden Kursziele erreicht? Ja, das sehe ich sogar ein bisschen drüber hinaus. Ist nicht außerordentlich, 5% nach oben konnten wir berühren. Ist das Ganze nachhaltig? Jein. Also wir sind immer noch mehr oder weniger in einem großen Aufwärtstrend, aber irgendwo seitwärts. Deswegen da ist ein bisschen die Luft raus. Müssen wir mal schauen, was da jetzt die Tage passieren wird. Beim bärischen Kandidaten auch da kurz und knapp, kam es zum Durchbruch nach unten? Ja, kam es, auch nach 3, 4 Tagen in etwa. Wurden da Kursziele konkret erreicht? Ja, es ging tatsächlich sogar wirklich um diese Gap-Schließung, dass man hier ganz gut erkennen kann. Diese 155, das Gap sprunghaft nach unten erreicht, noch ein bisschen mehr nach unten rausgeholt. Also 13% waren nach unten drin. Ja, aber Nachhaltigkeit ist hier so ein Thema. Jein, sie sind auch mehr oder weniger seitwärts, südwärts gerichtet. Nicht mehr diese starke Intensität, aber im Endeffekt immer noch relativ bärisch. Das dazu, jetzt haben wir zwei neue Kandidaten, auch da wieder gleiche Bewertungen, einen bullischen und einen bärischen. Der bullische Kandidat ist hier eben die Kingstone Companies und hier sieht man ganz gut, der hat gerade so zum Spätsommer richtig gezündet und das Interessante ist auch hierbei nicht nur, dass der Trend in den Kerzenbewegungen das zeigt, sondern gerade hier, also nicht nur die Preisbewegung, auch Indikatoren unterstützen das Ganze. Wir haben hier keine Widersprüche, keine Divergenzen, sieht man ganz gut, das geht einher und da können wir auch mal reinzoomen, dann können wir es auf den Punkt bringen, was ist das Modell, das wir hier anwenden, gerade hier Modell des bullischen Ausbruchs. Wir sehen hier ganz gut, wir haben eine Steigerung des Aufwärtstrends, wir haben hier gerade auch nochmal einen Ausbruch schon gehabt über die 10.060. Wir haben hier unten sieht man es eben auf der Indikatorenbasis im RSI, der Ausbruch in den überverkauften Bereich über 70. Wir haben Crossover im MACD. Wir haben hier ein Auseinandergehen, keine Divergenz. Von daher, wie gesagt, der Ausbruch nach oben ist das Modell. Die Realität wird uns zeigen, was ob es wirklich auftreten wird oder ob das jetzt einfach eine vorübergehende
Stärke ist. Glaskugel ist das Ganze natürlich nicht. Aber wir schauen trotzdem mal, was sagt denn eben hier so eine Indikation bei unserem bärischen Kandidaten. Und das ist hier in dem Fall die Freight Car America. Auch eine Werte relativ spät zum Ende des Jahres gezündet ist, gerade hier so Spätsommer. Und relativ stark auch noch rum explodiert ist. Nur hier sieht man aber ganz gut, dieser relativ starke Aufwärtstrend, der ist gebrochen auf der unteren Seite. Wir sehen auch die Indikatoren, die das Ganze nicht mehr unterstützen oder relativ früh schon angefangen haben, Warnsignal zu geben. Also ein Widerspruch, Divergenz, das konnte man ganz gut erkennen. Und was sich schon ja, seit ein paar Monaten gezeigt hat, sieht man jetzt auch konkret auf kurzfristiger Basis. Deswegen mal kurz reingezoomt, auch kurz und knapp, was man hier erkennen kann. Der Aufwärtstrend an sich, der ist gebrochen. Es war sogar ein regelrechter Trendkanal, wie man hier erkennen kann. Der ist dann eben auch gebrochen mit so einem leichten Rounding-Top-Charakter, kann man schon sagen, auf der Oberseite. Und ja, man sieht auch hier auf der Unterseite, da sind die Indikatoren eingezeichnet beim RSI. Ablehnung, wir wollten nicht wieder einen überkauften Bereich. MACD, wir haben hier einen Crossover, ja, das ist der schnellere EMA, ist nach unten durchbrochen. Das sind alles so Indizien, dass einfach ein bärischer Charakter da ist, beziehungsweise so ein bisschen bullischer Rückenwind fehlt und eben dieser nicht zu übersehende Durchbruch unter die 13 Dollar. Das sind alles Punkte, um hier eben das Modell des bärischen Durchbruchs anzuwenden. Aber das Wort Modell sagt es schon aus, sind natürlich irgendwelche Hilfsmittel, sage ich mal, zur Beobachtung, an welchen Stellen was passieren könnte. Wir werden das Ganze natürlich nächsten Monat betrachten, was davon wirklich passiert ist. Von daher nochmal hier der Hinweis, es ist alles Theorie, ein kleiner Ausblick in die Chartfläche und in die ja, Aktienwelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.